Hallo und willkommen zurück zu den Credits von Lara Croft, von Tomb Raider. Warum will ich immer Lara Croft sagen? Keine Ahnung. Ich habe auch dieses andere Lara Croft-Spiel mit meinem Cousin gespielt, dieses Guardian of Light. Vielleicht kommt das daher. Joa. Special Thanks. Oh, okay. Special Thanks. Special Thanks. Klingt doch so, als wären wir am Ende, oder? Waren die deutschen Übersetzer überhaupt dabei? Ah, egal. Hauptsache, es stehen nicht zu viele Namen da. Ah, ja. Warum müssen Credits eigentlich irgendwas so lang sein? Klatscht doch einfach alle Namen auf eine Seite von links nach rechts durch. Und nicht, ich meine, das sind zwei reine Namen. Aber macht doch, da passen doch noch. Ja, eigentlich drei mehr rein hinzu. Aber naja. Official, okay. Lovecraft Cosplay, Lovecraft Online. Ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Tomb Raider Chronicles Forum. Tomb Raider Online. Tomb Raider Passion. Tomb Raider Walkthroughs. Hä? Ist das auch irgendwie wie ein Dank an das ganze Fan-Content-Zeug? Weil, was zur Hölle? World of Tomb Raider, das klingt irgendwie wie eine Webseite, so. Tomb Raider Forums. Krass. Survivors Reborn. Cosplay? Wait, what? Listen die hier jetzt Cosplayer auf? Die gar nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatten? Weil das ist ja komisch dann, oder ich verstehe es nicht. Memories. Okay. Crystal Dynamics. Square Enix. Quatzal. Copyright. Okay. Copyright. F-Mode X. Ja, okay. Ah, na, also. Ich sind wir wieder im Ladebildschirm. Da kann die Grafikkarte mal chillen. Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 100% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche unerledigte Aktivitäten abschließen. Mit anderen Worten, gar nichts. Weil ich alles bereits abgeschlossen habe. So, ich stelle mal kurz ein, dass mein Fan ein bisschen mehr bläst, damit. Ja, also wenn ich jetzt weitermache und dann auf den 100% Spielstand gehe, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Frage ich mich gerade, wo bin ich denn jetzt? Gesamtspiel zu 100% meist. Erkunden Sie die Insel mit Schnellreisen in den Lagern und alle Belohnungen zu finden. Um alle Belohnungen zu finden. Und nichts ab und nicht abgeschlossen herausfinden. Okay. Ja, bin ich wieder hier. So in der Mitte irgendwie, okay. Ist ja lustig. Ja. Na, ich hab eigentlich nichts mehr zu tun. Ist eigentlich alles ja, fertig. Wenn man sich hier mal die Maps so anschaut, gab es da viele verschiedene Locations und alles ist fertig. Steht ja hier so gut, wenn ich auf die Map schaue. 100% abgeschlossen. Das heißt also, ja. Hier haben wir dann noch meine Fähigkeiten. Also hier Karte steht 100%, meine Fähigkeiten. Alles voll, Ausrüstung, alles voll, Reliquien, alles voll. Ich kann mir die jetzt nochmal anschauen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. Ja. Tomb Raider. Wie die restlichen Credits nur 4 Minuten gebraucht haben, aber auch nicht schlecht. Egal, ich hätte so oder so. Also, weiter. Neues Spiel. Mehr Spieler.
Den lassen wir aber mal noch. Wir gehen jetzt mal in die Extras. Was ist denn das? Extras. Konzeptdesigns. Levercraft. Schauplätze. Levercraft. Ansehen. Alter, krass. Okay. Ganzen Items. Okay. Dann. Der in ihre. Ja. Die Sam. Dann. Ach, die Leute von der Endurance. Im Schiff. Ja, ein Haufen gestorben. Eigentlich alle außer sie. Aber der ist verdient hat. Crew der Endurance. ESC. Ich mag sein Shirt. Leider ist er auch verrückt, weil er dumm ist. Wache. Die Solari. Zum Beispiel der neue Anführer. Ah ja. Achso, und das ist der Fette. Vladimir. Gruppenanführer. Okay. Und dann die Solari selber, das sind jetzt quasi so all die Soldaten von denen. Joa, Elite. Gefangene. Ah ja. Charaktere, Schauplätze. Okay, die Endurance. Dann. Höhle der Plünderung. Dann Küstenwald. Sind das jetzt alle Locations? Ich war keine schlechte Bilder, die ich da gemacht habe. Bergtempel. Alter. Grau. Okay. Das Bergdorf. Ich bin jetzt nicht mega interessiert an Bildern, deswegen gehe ich ein bisschen schneller durch. Funkturm. Klippendorf. Dann Kloster an der Schlucht. Dann der Abstieg. Dass man da den Wasserfall runtergerückt ist. Die Barackenstadt. Die Geothermalkaserne. Ja, Alter, da war's ziemlich explosiv geworden. Die Solari-Festung. Ja. Bergwald. Ah ja, da springt man so lang. Transportgondel. Joa. Strand am Schiffswrack. Joa. Klippenbunker. Und die Endurance, also quasi dieser Ort hier. Forschungsbasis. Zugang zur Zikatur. Ah ja, das hier oben. Oh. Also Konzept und Science Charaktere Schauplätze. Okay. Dann Charaktermodelle. Janna. Also,
Das ist so. Okay, das Ab- und Aufsteigen. Das ist sowas. Ja, sehr interessant. Wie gehe ich hier wieder raus? ESC? Okay. Der Grimm. Alex. Sein ESC-Shirt. Wyatt. Der Hurensohn. Die Samantha. Oh! Stimmt, der hat die extra eingekleidet. Hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, über die Kleidung, die ja da anhatte. Die unschuldige Lehrer. Was? Meinst du mit unschuldig, dass sie noch keinen umgebracht hat? Ja, okay, gut. Solange du nichts anderes damit meinst. Interessant. Okay. Dann, Überlebende der Endurance, Inselbewohner. Der Gefangene. Uah, Alter. Der Solari-Koloss. Ja. Ist auch nicht, wie der so fett geworden wurde. Der Matthias. Ich glaube, der heißt einfach nur Matthias. Und nennt sich dann einfach so. Und die Himiko, die Sonnenkönigin. Charaktermodelle. Das sind die Credits, oder? Ja, man kann sich hier also nochmal die Credits anschauen, schön lesen. Was haben wir sonst noch hier? Errungenschaften. Ja, das ist das hier. Können wir uns ja hier nochmal anschauen. Da haben wir hier Multiplayer fehlt. Alles, was fehlt, ist Multiplayer. Ja. Also müssen wir das machen. Dann, was haben wir hier? Inhalte zum Herunterladen. Ja, das sind DLCs. Da habe ich alle, die notwendig sind. Also hier. Das hier ist ein Timesaver, weil den Skill habe ich. Also wie das hier. Pistolen-Silencer, Pistolen-Burst. Habe ich auch. Das ist ja das mit der mittleren Maustaste, der Burst. Headshot und Animal Instinct, dass ich bei Q mehr sehe, im Prinzip. Ja, alles nur Timesavers, die nicht wirklich als Timesaver markiert sind, was ziemlicher Bullshit ist, muss man sagen. Square Enix. Square Enix. Verknüpft. Aber jetzt. Was? Das ist jetzt verknüpft. Verbindung wird hergestellt. Auf Facebook teilen, das geht wahrscheinlich im. Okay. Facebook nicht verfügbar. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum Benchmark starten ausgegraut ist. Warte mal. Ich weiß nicht, warum es ausgegraut war, aber ein Neustart hat es auf jeden Fall hergemacht. Schauen wir jetzt nochmal das Benchmark an. Ist ehrlich gesagt nichts Besonderes. Also im Endeffekt scrollt es einfach nur um Leerbar herum. Das ist das ganze Benchmark. Weiß auch nicht so ganz, warum das nicht mehr ist. Ich glaube, das Benchmark von den späteren Lovecraft-Spielen ist, glaube ich, ein bisschen interessanter, weil das, glaube ich, ein bisschen mehr passiert, als dass man nur darum scrollt. Da stand ich schon mal. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war einer der ersten Parts. Glaub Part 2 oder so. Wo ich da stand. Ja, da hatte sie ihr komisches Ding da durch die Brust durch. Deswegen ist da voll am Bluten. Joa.
Kamerafahrt sollte jetzt eigentlich gleich Ende sein, oder nicht? Genau. Da unsere Minimalen, unsere Maximalen, unsere durchschnittlichen Frames per Second. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Multiplayer will ich mal im Corsair machen, das fange ich jetzt noch nicht an. Weil ich ja meinen Corsair dafür brauche und ich habe nichts bekommen für 100%, oder? Also so im Spiel, oder? Ich habe jetzt kein neues Outfit oder sowas. Ich habe nicht mein Bergungsgut. Aber nope. Hier gibt es kein neues Outfit. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, damit bewerten. Nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part oder so. Also im Multiplayer dann. Ich glaube, Teil 2, also 2 oder 3 von dieser Reihe, besitzt, glaube ich, eine Art Survival-Modus, wo man einfach nur Tiere jagt. Aber das hat das Spiel hier nicht. Also, ja. Oder das ist... Ach, whatever. Multiplayer schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an, beim Cousin. Also würde ich sagen, bewerten, nicht vergessen. Und weiter geht's im nächsten Part. Tschüssikowski.